Dieses Video gibt es aus zwei Gründen. Nummer eins, wir wollen ja mal rausfinden, ob Outdoor-Nahrung wie zum Beispiel Tactical Foodpack sinnvoll ist oder nur rausgeschmissenes Geld. Und Nummer zwei, das ist jetzt billige Eigenwerbung, wir haben das nämlich aktuell in einer Weihnachtsaktion und ja, ich würde sagen, wenn die eins von den beiden interessiert, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist Daniel Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Tactical Foodpack als Beispiel, so Campingnahrung, gibt es ja viele unterschiedliche Anbieter. Jeder hat so seine Vor- und Nachteile oder sein Alleinstellungsmerkmal, wie man das so schön nennt. Klein, kompakt, dehydriert, geschmackvoll, super wunderbar, aber leider auch sehr, sehr, sehr teuer. Und das muss ich zugeben, das wird nicht besser werden. Ja? Also wenn ich mir anschaue, wie die Preise aktuell im Ende 2022 ansteigen, das geht quer durch die gesamte Outdoor-Industrie, also das ist bei allem, bei Rucksack genauso wie bei Messer etc. Aber hier natürlich auch, dann stellt sich die Frage, macht das oder ergibt das auf Dauer überhaupt irgendeinen Sinn, sich solche Teile zu kaufen und wo macht das Sinn? Also das Tactical Foodpack hier hat einen ganz klaren Vorteil im Vergleich zu, ich kaufe mal eine Konservendose, die ich mit rausnehme. Und genau das ist nämlich der Punkt, das ist für unterwegs gedacht. Und wenn du halt eine Wanderung machst, zum Beispiel jetzt, das ist jetzt Winter, da passt auch das dazugehörige Bild im Hintergrund gut dazu. Ich war jetzt draußen den ganzen Nachmittag bei extremen Minusgraden und so ein Tee oder ein Supperl, wie man in Österreich sagt, irgendwas Warmes, ist einfach eine großartige Sache, weil es die Moral wieder in die Höhe hebt. Weißt du, es hat zum Beispiel so ein Teil zwischen 470 und 500 Kalorien, manche auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber das alleine ist es nicht. Natürlich sind es auch die Kalorien, die ja, den Speckbauch da ausmachen bei mir. Aber das alleine ist es nicht. Es ist einfach die Moral. Weißt du, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Ob du jetzt zum Beispiel im Winter eine kalte Leberpastete isst, ja, egal von welchem Hersteller, oder irgendwas Warmes, was auch wirklich gut schmeckt. Ja, gibt es in unterschiedlichen Sorten. Und jetzt noch einmal, billige Eigenwerbung, die Dinger sind normalerweise sau teuer. Aktuell haben wir die in einer Weihnachtsaktion. Gib da unten den Link in meinen Shop. Schau es dir an, es lohnt sich. Nur kurze Zeit, also schlag zu. Da. Aber was ich sagen will ist, das muss ein bisschen Geld wert sein. Oder das ist auch, kann dir auch ein bisschen Geld wert sein. 100 Gramm haben hier 470 Kalorien. Dieses Teil hier hat 270 Kalorien. Also es geht nicht nur um die Kalorien allein, sondern es geht halt auch um die Moral dabei. Jetzt weiß ich nicht, ob du Süßkartoffeln magst, ja, aber es gibt zum Beispiel irgendwas Süßes, Reispudding zum Beispiel. Ja, schmeckt großartig oder der schmeckt auch gut, aber ich bin halt nicht so der Süßkartoffeltyp. Ja, oder Fleischsuppe oder Thunfischnudeln und was es da alles gibt. Und es geht jetzt auch nicht nur um Tactical Foodpack, es gibt es auch von vielen anderen, Track and Eat zum Beispiel. Ja, selbes Prinzip. Ja. Und da kostet halt so eine Packung 8 bis 10 Euro. Ich weiß, 8 bis 10 Euro, besonders jetzt aktuell, liegen wir schon fast bei 10 Euro bei den Teilen, ja. Aber das ist ja nicht für immer. Das ist genauso, wenn du mal schön essen gehst. Da kostet das Essen für zwei mit allem Bibabo 50, 60, 70, 80, 100 Euro. Ich habe keine Ahnung, ja. Kommt drauf an, wo man hingeht, ja. Also muss ja nicht 100 Euro kosten, aber trotzdem, es kostet einfach ein Geld. Ist wie wenn ich im Supermarkt mir die Sachen kaufe und dann daheim koche, ist günstiger. Ja, aber das mache ich halt nicht immer. Wenn man etwas Feierliches hat, wenn man irgendwas... Und das ist draußen genauso. So, das ist Punkt A. Also, Winterwanderung, gute Sache. Natürlich kann man jetzt auch dazu sagen, bleiben wir bei der Winterwanderung, wenn es mir um das geht, um Kalorien, und nur das ist der Punkt, dann würde ich auch nicht die Leberpastete nehmen, dann würde ich mir Schweinekrammeln, wie man in Österreich sagt. Ich weiß nicht, wie das bei dir in Deutschland heißt, schreib mal gerne einen Kommentar. Schweinskrammeln sagen wir dazu. Also, wo das Schmalz ausgelassen wird von der Haut, von der Fetthaut des Tieres, das wird dann angeröstet und sind so Krammel. Und die haben 100 Gramm, also nicht 700, 800 Kalorien. Also wenn es dir nur um das geht, die hast schnell gegessen, die brauchen auch jetzt nicht extrem viel Platz, 100 Gramm und rawumsti, ne? Da geht es weiter aufpassen, manche Leute vertragen das nicht, kriegen dann Spritzi. Also, wurscht, aber du weißt schon, was ich meine. Aber es ist ein anderer Genuss, du könntest dir da auch Schweinskrammeln reingeben, wenn es um Kalorien geht. So, und das zweite ist Krisenvorbereitung. Gell? Natürlich ist das etwas, was du dazu mitgeben kannst, zum Beispiel in ein Bug-Out-Bag, denn da kommt es auch, wenn du dann unterwegs sein solltest, was wir
nie hoffen, ja, weg musst, weil irgendeine Naturkatastrophe oder sonst irgendein Problem ist, und du hast zwei von solchen Teilen mit dabei, dann ist das was anderes als ein Müsli-Riegel lutschen. Muss das sein? Nein, es muss nicht sein. Und wenn du sagst, okay, du kannst das nicht ausgeben oder willst das nicht ausgeben oder was auch immer die Gründe sind, weil klar, zwei Pakete, jetzt zum Beispiel die beiden hier, da sind wir bei 16, 17, 18 Euro, ja, zwei Stück. Und um 18 Euro kann ich mir viele andere Nahrungsmittel kaufen oder dieselbe Kalorienmenge. Aber es ist einfach was anderes. Nämlich nicht nur geschmacklich, das ist sehr individuell, aber Wasser dazu. Hier zum Beispiel kaltes Wasser mit dazu. Sache fix, fertig. Müsli, sehr geschmackvoll. Wenn Mutter halt schmecken, ob du Erdbeeren dazu magst oder nicht, sei dahingestellt. Hier heißes Wasser. Oder lauwarm, also lauwarm. Es muss schon warm sein. Also kochend ist es am besten. Gibst mit rein. Wobei kochend, ich lasse es einmal aufkochen, reichen so 60, 70, 80 Grad so in dem Bereich, und das ist halt was anderes. Ist das etwas für den Krisenvorrat, wo ich sage, okay, ich möchte mir jetzt meinen ganzen Keller voll machen? Nein, dann nimmst du was anderes, dann nimmst du andere Dinge, die günstiger sind. Was die Haltbarkeit betrifft, auch das ist nicht unbedingt das Argument. Ich habe jetzt hier, also das habe ich jetzt aus der aktuellen Charge bei uns rausgenommen, 8.09.2028, ja, diese Teile hier. Gut, die haben wir jetzt 1,5 Jahre so ungefähr, ja, wurden die produziert, steht normalerweise eh drauf, finde ich jetzt nicht, aber ja, halten ungefähr, sagen wir mal, 8 Jahre, ja, ja, so ungefähr. Das hier ist jetzt auch nicht allzu alt, haben wir auch erst vor kurzem gekauft, ja, ich werde es bald zusammenessen, das hält bis den März 2026 und darüber hinaus, beide werden darüber hinaus halten. Und das macht jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Wenn ich jetzt hier, das Ganze hat jetzt hier 100 Gramm, das sind jetzt hier 100 Gramm und das hier sind 125 Gramm. Also wenn ich kein Gewichtsthema habe, weil das ist deutlich leichter, also zum Mitnehmen, das hier ist schwerer, ja, obwohl es hat halt 125 Gramm, ja, Inhalt, aber allein die Dose, ist das hier leichter, kompakter, kann man besser verstauen, mitnehmen. Nachteil ist natürlich, ich brauche heißes Wasser dazu. Man kann auch ein kaltes Wasser dazugeben und es essen, aber dann ist der Geschmack einfach nicht mehr so toll. Aber besser als nichts, aber das ist nicht der Punkt. Wenn ich das aber in einem Krisenvorrat habe, also das hier ist irgendwie einfacher, kompakter aufzustapeln als diese Teile hier. Man kann das ein bisschen dazugeben, besonders unterwegs, als ich das erste Mal vorgestellt habe, oben bei Igitten, das Technical Foodpack, das haben wir extra reingegraben. Das muss ich jetzt eigentlich einmal wieder ausgraben und einmal nachschauen, was passiert ist. Das werden wir hier tun, daher lass ein Abo da auf dem Kanal. Aber auf was ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Gell? Diese Teile hier kannst du beimengen. Und da geht es immer um die Bewegung. Immer dann, wenn du unterwegs bist, dann ist das sinnvoll. Wenn ich jetzt daheim bin und stationär, dann nimm was anderes, weil es einfach billiger ist. Okay? Lange Rede, kurzer Sinn. Und das geht nicht nur um die Marke hier, sondern alle dehydrierten Spezial-Outdoor-Astronauten, Bergsteiger-Nahrungsdinger. So, das war's jetzt. Wie gesagt, wir haben das jetzt aktuell in Aktion. Weihnachtsaktion 2023, also zuschlagen. Und würde bald machen, weil A, wir haben nur limitiert. Zweitens, bald gehen wir in Weihnachtsferien und dann ist auch aus, dann gibt es keinen Versand, der startet erst nächstes Jahr wieder. Und sowas und überhaupt, und ja, vielleicht magst du mich und meine Arbeit unterstützen, dass du zum Beispiel eines unserer neuen Messer holst, Urban Backup oder ja, den Busch Backup mit einer anderen Klingenform, unsere Universalhalterungen, die wir selbst in der Reini-Rossmann-Werkstatt kreieren für Lampe und Laser und irgendwas, so sowas und überhaupt. Und danke fürs Dabeisein, bis bald, und das war billige Eigenwirkung. Tschüss, tschüss.